weiter geht's. Noch einen Creeper. Minecraft. Ja, dankeschön. Was? Wo denn? Hier bei mir, aber der ist schon hochgegangen. Ich sehe dich gar nicht. Ach. Hallo Frau Nachbarin. Der war doch in Lux. Ach ja, ist der cool. Irgendwas wollte ich. Ich weiß bloß nicht mal was. Das geht so. Kev genauso. What? Was? Ja. Das ist aber noch schlimmer. Das ist Granit. Ich wollte Erde mitnehmen. Nicht? Gleich aus, gell? Ja, das sieht sehr gleich aus, hä? Vor allem im Menü hier. Nein, das hängt. Kennst du, ne? Frag den Kerl mit Rot-Grün-Schwäche den Unterschied hier zwischen Granit und Erde. Ha! Rot-Grün-Schwäche, du ja, bist da betroffen. Ich kenn das. Ist bei mir tatsächlich diagnostiziert worden. Bei mir auch. Aber ich brauche keine Brille zum Autofahren. Auch beim Bus nicht. Weil ich kann rot-grün unterscheiden. Das ist, ich deswegen ist deine Busfahrt immer so schnell. Farben, mit diesen komischen verpunkteten Farben und Zahlen und was auch immer gehabt. Na, ich habe immer Probleme mit Nuancen. Also die Nuancen zwischen rot und grün. Hey, bei mir war es halt echt wirklich diese Farben, die beim Sehtest hast, wo du die Zahlen raussuchen musst. Nuancen muss zwischen rot und grün, aber das sieht man doch. Pink. The Pink. Auch nicht schlecht. Einfach trocken. Nein! Doch. Nein, sehe ich nicht ein. Wie mache ich die scheiß Bilder ran? Ich brauche Leder. Haben wir Kühe? Nein. Wieso willst du abledern? Wir haben eine Kuh, aber nur eine! Und DBD verbinden, das wäre lustig. Oh shit. Ich habe Leder zweimal, falls du das haben möchtest. Ja, sehr gerne. Ich bring's immer rüber. Was hast du gewonnen? Leder? Lack und Leder? Ja. Ah. Jetzt Lack und Leder. Marco, ja, ist dein hier. Part. Ja, ich dachte, bei ihr ist das immer mein Part. Ja, das ist Kunst. Dankeschön. Für die Tür, die mitten im Wald steht. Guck, das ist ein Swimmingpool. Da kann man bestimmt Zimt zertrinken lassen. Ja. Einfach die Treppe wecken. Hähnchenfell, Farbstoff, Wolle, Viehzaun, Knochis. Jetzt habe ich das Schild wieder vergessen. Federn. Immer dieses Alt. Was man nicht im Kopf hat, hat man eine Beine. Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Und bei den Frauen ist es, was man nicht im Kopf hat, hat man inzwischen die Beine. Guck nicht so blöd. Okay. Ja, ist doch so, wie viele Promi-Frauen gibt es, die nur dadurch bekannt sind, weil sie mit irgendjemanden, ne? Ja. Tatsächlich. Ne? Ja, also ich sag ja nichts Falsches, oder? Es gibt genug Frauen, die wirklich ihren Erfolg haben. Backst du Kuchen? Nicht. Ja, wenn man gerade mal so ein bisschen dabei ist. Also hier unten gibt's Eier, gell? Untenrum gibt's Eier. Ich lasse mich sicher irgendwelche Promis. Untenrum gibt's. Ich hab ja keine Namen genannt, ich hab nur gesagt, so welche gibt's. Ich hab's schon es gibt Scheiße. Da so eine, die ist relativ jung, ihr Männlein ist relativ alt und erzählt nur Scheiße. Die hat auch zum Beispiel alles richtig gemacht. Aber redest du von dir auch, ne? Ich hab nichts richtig gemacht. Oh. Sind schon weg. Ich hab aber hier 5 Stück. Ich meine genau die du gerade angesprochen hast. Ist mir schon, ich hab deine Türen kaputt gemacht. Oh, wieso warum hast du meine Türen kaputt? Die eh hässlich waren. Ach, du bist auch hässlich, ich mach die auch nicht kaputt. Nee, das mach ich alleine. Und rein damit. Kleine Saison in der Welt. Ist hier noch ein Hund? Du kommst in den Ruf. Oh, ich hab's ja schön falsch. Falsch. Oh!
Der Mund ist voll. Ich begeizen. Kev kennt das schon, deswegen versteht er sie auch da so gut. Ich hab keinen Pokémon. Stimmt alles gerade. Sag mal, Markus, du brauchst ja dein Haus nicht mehr, ne? Doch. Ja, ja, wir nehmen mal das, die Erde und so mit, ne? Von dir. Du brauchst ja nicht mehr. Die bauen einfach den Berg unten drunter ab und dann steht das Haus in der Luft. Das war jetzt der Plan an der Sache. Woher auch machen. Baust du Stelzen ja, drunter. Der kommt jetzt nach. Fällt jetzt wieder schick. Guck mal, wie schnell der rennen kann. Ey, der hat noch Probleme? Nö, nö. Guck mal, der hat eine Schnecke in der Hand. Ja, der hat öfters mal eine Schnecke in der Hand. Ich fing doch immer gern mit Schnecken. Was? Heureka! Probleme? Nimm mich! Nein! Verdammt! Gluck, 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 gluck. So, zack, geht ganz langsam, das sieht geil aus. Das Blöde ist, da war das gedrückt, du weißt nicht welche, das ist ja so krass. Das war einer der beiden Sticks. L3, R3, wie sowas. Nee, nee. Nee, doch. Keine Ahnung. Wir haben jetzt die Sicht von unten. Nee, doch. Nee, doch. Nee, wir haben die Sicht von unten, das ist gerade sehr unangenehm. Ich weiß, wo ich bin. Falltaste nach oben. Falltaste nach oben. Ihr habt die Sicht von unten, auch schön. Guck mal, weil wir haben Wassermenschen angegriffen. Ja, aua. Scheiße. Kennst du, ne? Ups. Guck mal, ich kann mir selber zwischen die Beine gucken, oder? Kannst du öfters, ne? Aha. Das mache ich auch öfters. Ich sehe sie bloß nicht, ne? Bei dir. Hier. Aua. Jetzt habe ich meine Axt verloren, verdammt. Hm. Nichts mit Kevin schlachten. Ja, was? Was? Wo kommen die ganzen Hühner her? Das Tor ist doch nicht mehr offen. Ach du Scheiße, der ist ja riesig. Den kann man ja schmücken. Ey, ich stelle ganz viele Fackeln auf, brauchen, dann kann man den schmücken. Ich kann auch ein Feuerzeug machen, dann brennt er. Ich ist neben dir, du spielst, was soll ich machen? Keine Kontrolle mehr. Kevin ist nur fürs Moderieren da. Die Kontrolle hatte Kevin doch eh nie. Alter, die Tag-Nacht-Phasen sind aber auch wieder kurz zur Zeit. Es wird Sommer, Winter. Ich warte eigentlich nur darauf, dass Mayong irgendwann mal so Jahreszeiten rausbringt. Dass die nicht so direkt in Sektoren geteilt sind, sondern einfach von alleine so sich entwickeln und so. Wie bei uns. Ich glaube, das ist schlecht zu programmieren. Das ist einfach krass, weil Explosionen müssen irgendwann. Irgendwann verrotten. Wenn ein Schnee fällt und so. Ja gut, okay, das haben sie ja schon. Ist ja ganz cool.
Ja. Mein Untermieter hat wieder Musik. Geil. Alter, die Spinne kam gerade auf mich zu, da habe ich mich erschrocken. Sehr wählen sie dich doch nichts dran. Zum Snicken reicht's. Die wollen deine Vögel essen. Nee, ich nicht. Jetzt zum Abendbrot. Das ist ein Topf mit so Schokosauce. Wählen sie dich an die Füße nehmen, einmal reinstippen und ab. Sag ja, die wird nämlich nur unter uns freuen sich. So eine Zwischenmahlzeit. Passt bestimmt auch perfekt in die Frühlingsrolle. Wahrscheinlich. Sie haben auch runtergehen nach dem KZ fragen, die haben bestimmt eins. Wählen Sie dich, Agente. Das heißt, ein Frosch ist. Nimm die Pfoten da weg! Ich mach gar nichts. Ja, genau. Mhm. Schön sein. Hm? Nicht. Was willst du? So einiges. Ah. Ich will nicht, ne? Nimm jetzt dein. Los, vermehrt euch. Was? Bitte was? Die Schafe. Achso. Das will keiner. Nicht ihr! Ja. Hätte ja sein können. Naja. Brauche ich noch zwei dazu. Was? Halt, stopp! Hühnchen! Toll, jetzt ist das Hühnchen weg. Siehst du, von dir läuft alles weg. Naja, außer ich. Ja. Ihr habt eure Tür aufgelassen. Der Glück genug ist. Ja. Verstehe ich auch nicht, was ich da mir irgendwie dabei gedacht habe. Guck mal, ein Ei. Wenigstens eins. Kannst ja. Essen. Okay. Ich rate schnell zu Zwischenschiff. Ich kann dir helfen. Ich wundere eher, dass die Katzen so leise sind. Ich habe eine zweite Kuh gefunden. Ja! Diese war auf der anderen Insel, Leute. Ich hab nichts zum Zähmen. Die kann man nicht zählen, die kannst du blocken. Ich komme zu dir. Irgendwie. Ich bleib da stehen. Welche anderen Insel? Da, wo wir gespawnt sind am Anfang? Ja, da, der Ecke. Guck mal, du hast Trophäe erhalten. Da können wir eigentlich Kühe züchten. Ey, bleib stehen, Kuh. Mach jetzt hier nichts Blödes, ja? Hast du kein Getreide dabei? Nee, da gerade nicht. Getreide. Welche andere Ecke? Oh, beim Wasser da lang.
Bei dem großen Wasser, also Meer gegenüber, oder? Ja, Meer gegenüber. Auf der rechten Seite. Hey Kuh, wo bist du? Damit der Kuh war da immer nicht hin, oder ist die Kuh weg? Die haben nicht wieder runtergefallen. Kuh, bist du da unten? Ja, die ist unten. Jetzt springt die wieder hoch. Okay. Ah, ich seh dich. Na, am Tag, nee. Tag. Junge, fahren bei euch Motorräder lang? Oder wird er gebohrt? Nee, bei mir hier fahren Motorräder vor der Wohnung lang. Okay. Cool. Hab als Fenster angekippt. Cool. Oh, ein bisschen frische Luft. Kuh, klatscht ja, mit dir runter. Die sieht dich und springt freiwillig runter. Das war jetzt zu gut. Ey. Komm mit, komm mit. Tu's nicht, tu's nicht. Ich hab Getreide. Wunderschön Getreide. Das ist ein Fuchs. Nein, lass du meine Kuh. Schnelle Ruhe. Arschloch. Dafür ich geh jetzt mal auf den Berg da oben gucken, was das ist. Wir haben genug Füchse auf der Insel. Es ist einer weniger. Der hat meinen Huhn gegessen. Ja, dann geht mal da, wo die Hühner sind, also neben den ganzen Schafen. Die könnt ihr alle killen. Ich bin nur zu faul zum Töten. Ey, die klauen meine Kuh. Verdieter, Hirsch. Ja, das ist genau die Kuh, die ich eigentlich auch holen würde. Aber so. Oh, hier oben schneit es ja. Da ist ein Lama. Ich kann aber auch von oben die Kuh und töten. Kühe. Wir hätten nicht gedacht. Hier sind einfach zwei Kühe oben auf dem Berg. Ja, ja, wir brauchen ja die Kuh für Fleisch von für drüben. Lama. Aber wie soll ich das Lama mitkriegen? Das Lama bringt nichts. Doch, das kann die rotzen haben. Nur rum. Und eine Ziege. Ja, toll. Das könnte denn noch was bringen, Ocelots, aber. Finden wir hier leider nicht. Katzen, die bringen gegen Creeper. Ja, das weiß ich, deswegen sag ich, die würden ja was bringen. Hier sind einfach oben noch zwei Kühe. Was mit Interesse hast an die? Auf dem Berg. Das Leben fing auch nur aus zwei Menschen an. Angeblich. Kuh, bist du zu dumm, auf diesen einen Balken zu laufen? Du bist eine Frau, gell? Merkt das schon. Dreh dich nicht im Kreis. Komm. Aber wir waren doch von uns auf zwei Lamas. Wo ist denn so ein Reinster? Nein! Wo kommt der jetzt her? So, das ist ein Wolf, was da hinten im Wasser rumschwimmt. Ich frage mich, was da schwimmt da rum. Stille Kartoffel. Das ist einfach nur ein Huhn. Schick mir Nugget. So ein TikTok gesehen, wo er so ein Babyküken streichelt und schreibt, das ist mein Nugget. Ja, oh Gott, in der Mini doch. Komm, Kuh. Das bin ich mal. Mm. Das wollte ich eigentlich vorschlagen, aber hat schon jemand gemacht. Irgendwie lustig. Ich wollte vorschlagen, wie wär's mit einer Brücke und irgendjemand hat das schon umgewendet. Ja, die Kühe vermehren sich. Davon und eine Babykuh. Davon brauche ich auch noch eine Trophäe. Zwei Kühe züchten, ey. Ich habe die Trophäe Nachzucht erhalten. Ja, ich muss so Weizen holen, mache ich mit. Na. Achso, siehst du, ich hätte gleich welchen da lassen können. Na, ja. Ich hab doch hier Weizen, ja, 13 Stück. Drei Eier und Zucker. Und eine Na, wenn du Weizen mit dabei hast, kannst du damit die Kühe sogar locken. Ich weiß ja nicht, heute. Was ist getötet? Hallo. Guck mal da.
Ne, also bloß reinpfeffern vom Essen. So. Küche, wo bist du? Schick. Alter. Die brechen aus, deine Tiere. Ha, siehst du, das ist auch durch diesen zwei Lamas. Die wollen ja alle durch den Zaun, kommt ja alle rein. So. Aber die habe ich schon alle gefüttert, deswegen rennen da so kleine Viecher rum. Da kommt was angetauscht. So, ich habe die Trophäe auch jetzt bekommen. Welche? Jetzt haben wir vier Kühe. Okay. Ihr kommt nicht mit. Die verrücken. Da musst du dein Getreide weglegen. Erst in die eine Ecke locken. Ja gut, hast du geschafft. Die ist unter Großlack, ja. So, Vorsicht, Baby, ein Creeper vor deinem Haus. Ich komm nicht raus, nein. Kann den jemand mal weglocken, bitte? Ja, nein, Creeper, verdammt. Und im Mädchen, ja, ernsthaft. Tot. Dankeschön. Kommt hier wieder raus. So. Ich hab echt nochmal Lust, mein Haus neu zu bauen wie letztens, ey. Ich drehe mich um, steht dieser blöder Creeper da, ey, 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 ey. Das ist auch so ein Schild. Ja, der Ahnungslosen, achso, das Schild stimmt. Ja, Bett. Ich geh ja schon. Auf. Auf. Und. Zack. Ich geh ins Bett. So, wir gehen dann jetzt ins Bett. Gute Nacht. Schlaft schön. Achso, das ist eine Fackel. Hä? Das ist links da. Achso, ja. Das war eine Fackel, ich dachte mir, irgendwas will ich für mich sagen. Ein Hund füttern. Was ich gerne hab. Also hier, wenn ich rausgehe, habe ich dieses komische Zombie-Geräusche, ey. Irgendwo unter mir ist doch ein wilder Zombie, ich hör's doch. Nein! Da brennt was. Ja, ist ein Zombie. Ha! Ja. Baby hat ihre Prinzessin abgelegt. Schick mir den Stein hier. Hallo, bitte jetzt direkt. Gehst nicht durch die Tür durch? Nee, ich. Voll das Chaos hier langsam in den Gehege hier. Naja, ich muss die Kühe noch trennen. Mach ich noch. Ich wollte mich erstmal um das Gedöns hier drüben kümmern. Ich werde später. Hm. Ich weiß nicht, was du meinst. Hm. Wir können auch Marco sein Getreide klauen. Wir können auch die Möhrchen klauen. Ach, was hast du mit dem? Heizen und Samen. Aha. Oh, jetzt bei mir nicht. Ganz ruhig. Wow. Jetzt will ich mal Showdown haben. Deine Worte? Deine ja, die sowieso. Die hab ich nicht mal. Ich weiß nicht, was du willst. Wenn wir nicht dich verlieren würde, oder? Das wird nicht. Ich komme immer wieder. Ich bin wie so ein Boomerang. Und gerade vergeht nicht, ne? Ja. Ja, ich bin wie so ein Boomerang. Ich komme immer wieder. Du bist schuld, dass Boomerangs relativ Chancen sind zum Fliegen, ne? Ich hab einen Bogen. Kann doch nicht, wie fest du wirst. Schwerer Stock. Noch einen Bogen. Alter, wie viele Bogen habe ich denn bitte? Ah, da ist das Ding. Auch die schwersten Flugzeuge und Schiffe fliegen bzw. schwimmen. So, hört man jetzt zum Physiolophon. Ja. Dings da. Hört man jetzt zum Deutschlehrer hier bei dir oder was? Gerade die Kartoffeln sehen einfach aus wie. Ich wollte gerade aus hinkriegen, aber hier. Ach komm, halt die Klappe. Also Klugscheißer machen. Ja, selber.
Ja moin, was willst du denn von mir? Essen. Schön ertrunkener Dance da gerade einfach neben mir rum, weil er nicht angeln. Jetzt beiß ich nichts an. Also wenn ihr irgendwas braucht, wir haben jetzt draußen erstmal ein kleines Lager. Stimmt. Da könnt ihr alles, was öffentlich zugänglich ist, reinmachen können. Ja, nicht lange ausgerechnet das, was man nicht essen kann. Ich erhole dann. Hast du gerade irgendwie Langeweile? Ich mach Beton. Lachs von Kugelfisch, den man nicht essen kann. Den Kugelfisch kann man nicht essen, ja, richtig. Das ist dumm. Sehr dumm. Manchmal könnte ich dich. Ich weiß nicht, was du meinst. Ey, warum kann ich nicht ran? Irgendwie klemmt deine Drei-Taste. Irgendwas mit dem Kugelfisch überhaupt machen? Oh, ich hab einen Sattel. Weiß ich jetzt gar nicht. Hey, wie, der hat einen Sattel? Oh, einen Sattel. Hab ich geangelt. Ja, ich weiß, wo Pferde stehen. Ich angel gerade irgendwie nur Rohlachs oder Kabeljau oder Fisch. Oder einen Kugelfisch. Seerosenblatt. Da kannst du dann alles hier in den Ofen schmeißen, der hier draußen steht. Und da schmeiße ich meins dann auch rein und dann wird das alles zusammengebraten. Oh, zwei Kugelfische schon. Aber die Kugelfische nicht reinwerfen. Das ist alles, was nicht bratbar ist. Das darf ich den Spaß auseinanderbauen. Jetzt weiß ich nichts mehr an, oder was? Muss ich irgendwie verlassen. Also. Hä? Sonst musst du da mal kurz spielen. Warum? Eine Flasche. Ich muss ein Spiel kurz machen. Muss. Ja, eigentlich eine Stunde zu viel dran. Kannst du Wasser auffüllen für unterwegs? Das ist cool. Für Milch. Leder. Mal so richtig abledern. Was denn? Was sagst du hier durch die Gegend? Was? Alles weg schon. So, soll ich den Fisch reinschmeißen? Warte, ich erklär's dir. Bleib da stehen, genau. Das soll nicht viereckig sein, ne? Was? Das ist super. So, komm mit. Ja? Steht ja eigentlich dran. Warum machst du sowas? Um? In der Kiste da, da wirfst du es einfach rein, dann wird das einsortiert. Fertig. Aha, da oben. Ich guck gar nicht auf die Küche. Ich bin zu klein. Ich guck, ach da. Gerade, das klang voll realistisch, so, dieses, wie die so strecken, so. Ich komm nicht ran. Und der landet dann hier unten in der Kiste quasi. So. Und dann sortiere ich den drüben im Lager ein. Also falls jemand von euch was zu essen braucht, ja. Diese komische hässliche Steinkrüppel da im Feld, da könnt ihr euch was nehmen. Fische, so. Ich habe hier noch ein bisschen Zucker und Eier und Weizen drin in meinem Lager. Farbe, falls jemand Bedarf hat, hier Orange und Rot und Pink. Und ich habe eine Muschel, die ich jetzt gerade esse.
Und jede Menge Kohle. Wollt ihr jemanden den Sattel haben? Ich brauche einen Teppich für einen Lama. Erzähl mich das Lama überhaupt. Ich weiß genau, was du sagen willst. Ich hätte noch am Anfang, aber ich denke mal, ich krieg heute gut viel zusammen. Ich werde mich ja überwiegend auf das konzentrieren. So. So. Ruhe, Hundi, pfui. Pfui. Ich mache jetzt Magenta, wollte. Ha, cool. Ich hab ganz viel Weiße noch, falls du was brauchst. So, also ein Teppich. So. Große Farbe, da rein. Hab mich versucht, ich geh mir jetzt den Arm auch holen. Ich hab mich doch verbaut. Das packe ich so lange bei dir kurz im Gehege. Ich würde auch ein Gehege bauen können, wenn es in Ordnung ist. Ja, ja. Brauchst du, ich hab Leine. Willst du die mitnehmen? Ja, das wäre sinnvoll. Gut. Jetzt nimm doch mal deine Pfoten da weg. Nein. Genau, nicht während ihr spielt. Doch. Ganz laut, damit es jeder mitbekommt. Ich dich jetzt mal mit Schaß voll beschmissen. So, meine Wasserflasche war groß da hin. Achso, die Angel. Ich, du, was hab ich denn da? Ach, die Angel. Fängt dir gut an. So, das war auf dem Berg. Hoffentlich ist es da noch. Wenn es nicht weggerannt ist oder despawned, dann ja. Naja, auf meinem eigenen Server habe ich einen Zoo eröffnet. Ich habe schon gesehen, dass du ganz viel online warst.